Geschätzter Herr Präsident, Frau Bundesministerin, werte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher auf der Galerie und werte Zuseherinnen, die diese Sitzung mitverfolgen. Ja, dieser Antrag, wir haben es bereits von den Vorrednern auch gehört, ist eine Verlängerung der notwendigen Gesetze aus der Covid-19-Justizbegleitgesetzes 1 und 2 und letztlich notwendig, wie wir das gehört haben. Es bringt auch mit sich, dass wir für die Wirtschaft unter anderem auch die Verlängerung der Offenlegungsfristen für die Jahresabschlüsse in diesem Antrag mitbehandeln. Es wird für Vereine und Gesellschaften auch die Möglichkeit mit dieser Verlängerung geschaffen, dass gearbeitet werden kann über Video- bzw. Kommunikationsmittel mit Bildübertragung. Letztlich hat sich das in den letzten Jahren gut bewährt. Es hat sich gut eingespielt. Es ist auch dieser Bundesregierung zu danken, dass wir diese technische Ausstattung gelernt haben, in den Monaten damit umzugehen. Und letztlich ist es auch ein Vorteil, und das sollte man auch bedenken, wenn nach dem 30.06. diese Geschichten wieder auslaufen, dass wir vielleicht doch einiges in das Dauerrecht überführen können. Dazu haben sich auch die Vorredner geäußert, dass man darüber reden kann und wäre wirklich auch in der Abwicklung von Gesellschaften, wo man an Sitzungen jetzt physisch teilnehmen muss, wo man eventuell dann auch über Bildübertragung dabei sein kann. Das spart einerseits Zeit, andererseits würde es auch natürlich Ressourcen sparen, wenn man bedenkt, dass man bundesländerübergreifend oft zu solchen Versammlungen oder Sitzungen fahren muss und man sich das dann auch letztlich ersparen könnte. Man muss sich bei allen bedanken, die mit diesem Instrument gut arbeiten konnten, von den aufgezählten Vereinen bzw. Gesellschaften, die Rechtsanwälte, alle, die per Gericht zu tun hatten, dass man diese Zeit auch wirklich gut genutzt hat, keine Fristen versäumt hat und letztlich auch gut arbeiten konnte. Ich darf mich jedenfalls bedanken für die Zustimmung, dass auch wieder gut weitergearbeitet werden kann. Und Frau Ministerin, Ihnen auch mit Ihrem Team herzlichen Dank. Ein Dank dem Ausschuss. Wir haben drüben gehört, die SPÖ wird natürlich auch mitgehen und freue mich, dass wir das heute beschließen können. Zu einer Stellungnahme hat sich Frau Bundesministerin Doran Al-Messadisch gemeldet. Bitte schön, Frau Bundesministerin.